65 gemeinnützige Projekte in Schwerin und in der Region haben die beiden Sparkassenstiftungen im vergangenen Jahr unterstützt. Über 300.000 Euro wurden dabei in Kultur, Denkmalpflege, Kinder- und Jugendarbeit, Sport und Bildung investiert. Eine thematische Ausstellung über die Tätigkeit der Stiftungen wurde am Dienstag in der Marienplatz-Filiale der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin eröffnet. Für alle Interessenten besteht bis zum Monatsende die Möglichkeit, sich über die geförderten Projekte zu informieren.